Runde geht rückwärts. Nein, doch nicht. Die ist völlig verrückt. Was geht ab? Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu unserem Moviepark-Test. Ja, wir testen heute den Moviepark. Wir haben parallel auch einen Vlog, also da könnt ihr auch gerne noch mal reinklicken. Und herzlichen Dank erstmal an der Stelle an Moviepark Bottrop. Bottrop-Kirchhelm. Bottrop, Entschuldigung. dass wir heute hier drehen dürfen. Wir haben auch traumhaftes Wetter. Mega, besser könnte es nicht sein. Nicht zu heiß, nicht zu warm und Sonne. Ja, und Eva wird jetzt auch schon das erste testen, aber alleine, denn ich bin ein kleiner Schisser. Und zwar das da. Diese mega Achterbahn, Star Trek-Achterbahn. Ich freue mich richtig drauf. Und ja, damit geht es jetzt für euch weiter. So, meine Freunde, hier geht's rein und gleich geht's raus. So, Eva, und wie war's? War gut, aber es geht so ein bisschen, dass meine Beine in der Luft hängen, wird so ein bisschen anstrengend. Ah, okay. Deswegen. Beine untereinander ist natürlich auch schon echt. Krass. Ja. Schon gut. Aber super Achterbahn. Ja, können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. So, Eva, du hast die Achterbahn überstanden. Wie ja, es war mega gut. Ich bin sie dreimal bin ich sie, glaube ich, gefahren. Kahn und Danja sind noch ein bisschen länger drauf geblieben. Ich muss sagen, es hat mich ganz gut durchgewuschelt. Und was anstrengend geworden ist, waren nachher die Beine, weil ich nicht auf den Boden gekommen bin. Ich glaube. Ja, du bist auch so ein Zwerg. Genau, ne? Ich bin so ein Zwerg. Ich habe so gehangen, deswegen bin ich auch rausgegangen. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Das Beste war, wo man am Anfang wirklich so rückwärts runter. Und also richtig, richtig gute Achterbahn. Ja. Und ich kann ja auch schon ein bisschen was berichten. Wir sind ja jetzt schon ein Weilchen hier im Moviepark. Und also es ist erstmal wunderschön. Wir haben traumhaftes Wetter. Die kleinen Gassen hier, wir werden euch ein bisschen mitnehmen. Die sind auch wirklich richtig schön gemacht. Ja. Und Halloween richtig ist auch schon am Start. Man kann es hier sehen. Hier sieht man so ein bisschen die Gassen. Also auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und wir fahren jetzt noch ein paar Sachen. So, ich habe die anderen jetzt mal einen Moment alleine gelassen. Ich mache mich jetzt nämlich auf und hole uns Donuts zum Testen. Die anderen machen gerade kurz Pause und dann werden wir weitere Attraktionen ausprobieren. Aber vorher auf jeden Fall Donuts. So, die Donuts sind da. Und ich zeige sie euch auch. Ja, wenn ich sie aufbekomme, sie haben sie gut zu... Wie haben die denn zugemacht? Wir sind sehr professionell. Wir testen jetzt Dunkin' Donuts aus dem Mobil. Oh, wie süß ist der denn? Der ist gut, ne? Was haben wir denn hier? Das ist Nutella, das ist Kokosnuss, das ist Frosted, das ist Oreo und das ist Erdbeer. Möchtest du auch einen, Kahn? Nee, danke. Später bestimmt. Ich teste erstmal den Erdbeer. Ich muss auf meine Figur achten, nicht so wie ihr. Ja, siehst du? Ja. Das ist der Vorteil. Wir können es uns leisten. Ihr habt ja sowieso schon verloren. Wir können es uns leisten. Und? Schmeckt? Sehr gut. Erdbeere? Also, Dunkin' Donuts aus dem Moviepark. Ja. Es geht hoch! Oh mein Gott! Ist das so ein bisschen unheimlich, ne? Wo sind denn die anderen? Ach, sind über uns! Habt ihr denn Höhenangst? Eigentlich nicht, aber ich mag diesen Blick hier raus so nicht. Stell so, dich mal in vor. In das Riesenrad rein, das gefällt mir nicht. Oh, es ist stehen geblieben. Oh, das ist kein gutes Zeichen.
Kein gutes Zeichen. Das sieht nicht gut aus. Was wird mit uns passieren? So ist die Aussicht von hier oben. Guck mal. Ich hätte gerne meine Drohne abgeführt. Die könnte jetzt hier starten. Oh, René, film mal da hinten. Guck mal, komm. Ja. Okay, dann bin ich auch noch da. Man steht, halb stehen, halb sitzen. Ja, stimmt. Ich glaube aber eher sitzen, ne? Ich schau mal, was wir da drin machen. Der hat gleich noch ein paar Runden. Was sitzen wir hier jetzt fest? Ne, wir sind wegen raus. Also, Eva, du genießt hier die schöne Aussicht. Also, Mensch, so, ich Eva. Dachte, wir haben jetzt... Das ist nicht Star Trek, ne? Das ist was anderes. Es geht weiter. Meine Freunde, es geht weiter. Meine Freunde, es geht weiter. Nächste Fahrt, nächster Spaß. Also ich sag dich ehrlich, ich hab vor dem Riesenrad am meisten Angst, weil... Wo ist denn der Freefall Tower? Vor dem habe ich am meisten Angst. Den werde ich, glaube ich, auch nicht fahren. Der ist da. Da hinter uns. Da ist er doch, der gute Freefall Tower. Wir haben ihn noch nicht in Action gesehen heute. Meine Lieben, ein Motto, das sollte ich euch zu Herzen nehmen. Have a nice day. Oh ja, have a nice day. Steht da auch. Have a nice day. Wie ist dein Fazit vom Riesenrad? Also ich muss sagen, es hat echt, also die erste Runde, da war meine Höhenangst kurz so, da musste ich mich festhalten. Aber in der zweiten Runde war es echt entspannt, war es schön, man konnte schön über den Park gucken. Ja, die Aussicht ist mega schön, ne? War auch schön entspannt und sehr zu empfehlen. Ja. Guck mal, da kannst du Foto machen. Wo? Oh, ich sehe es nicht. Da. Oh ja, das ist cool. Das ist witzig. Wir sind jetzt auf der Holzachterbahn und werden dort mit der GoPro auch unsere Fahrt filmen. Ja. Aber Holzachterbahn ist eigentlich ziemlich cool. Keine Loopings, passt doch für dich. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Aber ja, aber es ist ja nur schnell. Ja, aber ich freue mich drauf. Also, ich sitze ja neben René. Nächste Attraktion. Ich glaube, ich fasse doch nicht. Aber Eva, ich halte dich mal. Ja. Wird das jetzt natürlich auch testen. Und ich habe die GoPro. Maske kommt gleich wieder über die Nase fürs Fahrgeschäft. Vorher kann ich sie noch kurz abnehmen. Ja. Ja, ich habe jetzt auch eine von den süßen GoPros. Und dann geht das schon sehr steil. Und auch da hinten so ein Schiff. Und wenn sich das die ganze Zeit dreht, wird mir, glaube ich, ja, aber dafür macht es Eva. Und danach machen wir eine kurze Pause und essen erstmal eine Kleinigkeit, ne? Ja. So, da sitzen sie schon. Total entspannt. Und testen jetzt sozusagen den Crazy Surfer. Hallo Bianca! Erste Runde gedrückt wird! Nein, doch nicht. Vorwärts und rückwärts. Es geht vorwärts und rückwärts. Ja, Bianca kann es nicht so ab, wenn es sich dreht. Genau. Kann ich aber auch verstehen. Ja. Aber man hat ein bisschen das Gefühl, als ob hier... Oh ja, jetzt ist aber... Natürlich sind die nächsten jetzt schon wieder dran. Ja. Und so sitzt man hier im Dreh. So,
Eva, erzähl mal, wie war der Crazy Server? Ich fand's mega gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe auch am Anfang total die Perspektive verloren. Ich habe so auf meinen Bildschirm geguckt von der GoPro. Aber ich bin sowas wirklich noch nie gefahren. Auch so die Haltung, die man da drauf hat, dass man so nach außen geguckt hat und immer wieder was anderes gesehen. Wie war das denn, wenn du nach oben gegangen bist? War schon ein komisches Gefühl. Ja, war schon steil, also ne? Das ist schon steil. Und ja. Ich glaube, auch wenn man ein bisschen empfindlich ist, kann das schon schwierig genau, werden. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich wollte es eigentlich erst unbedingt fahren. Und dann habe ich es mir genau angeguckt. Und da sich das dreht, da muss man schon schwindelfrei sein. Ja. Ne? Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Und hat Spaß gemacht, ist die Hauptsache. Genau, und ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, mein Highlight bisher. Also ich finde es richtig, richtig gut. So, jetzt gibt es lecker Essen. Yep, lecker Pizza, für mich mit Gemüse und es gibt endlich Kaffee. Darf ich einmal auch kurz? Also, wir haben heute einmal eine Margarita-Pizza. Wow! Und dazu natürlich passend zu meiner Figur eine Cola Light, denn ich muss auf meine Figur achten. Ja, zu mir. Oh, Honey. Darling. So, jetzt geht's auf den Pier Patrol, heißt es, ne? Genau, Jetski fahren. Das sind so Mini-Jetskis, die sich so im Kreis drehen. Sie gar nicht. Ja, ich habe die GoPro und das ist auf dem Wasser. Das ist schon richtig cool. Und ja, wir werden das jetzt mal testen. Also man konnte das so steuern und hat sich dann so in die Welle reingestellt. Ja. Das war richtig witzig. Als würde man halt Geschwindigkeit aufgebaut. Ja, als würde man Jetski fahren halt. Und ich wollte eigentlich Eva hinter mir nass machen. Hat leider nicht ganz funktioniert. Aber ich finde es richtig cool, gerade für Jung und Alt, also auch für die Kleinen. Ist das echt cool. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Schau mal Eva, wie cool. Da oben hast du die Autos, ne? So Autos. Wir sind ja hier eben schon mal her. Ich habe die eben gar nicht gesehen. Das ist mega cool. Was geht bei dir da so ab? Ja. Bist du glücklich? Entspannt. Schönen Donut gegessen. Ja. Und Pizza haben wir gegessen. Und Pizza, Donuts, Kaffee. Was gibt's Besseres? Also eine richtig coole Skyline, ne? Ja. Also, was man auch noch im Moviepark machen kann, ist auf jeden Fall, ich mache meine Brille hoch, richtig coole Fotos, weil ihr habt hier überall so richtig coole Spots, wo ihr richtig schöne Fotos machen könnt. Also, da auf jeden Fall auch schick anziehen für coole Fotos. Und Eva ist schon voll dabei. Eva macht erstmal Selfies. Oh! Hallo. Fran, schau mal, wer da oben ist. Ja, ich weiß. So, wir haben den Freizeitpark getestet und mega, mega, mega. Ja, super viel Spaß gemacht. Nochmal ein riesen Dank an Moviepark Bottrop, dass wir hier drehen dürfen und natürlich auch alles testen können. Genau. Also wenn ihr hier noch nicht wart, kommt unbedingt her, denn es ist jetzt auch bald Halloween. Wir haben ein super cooles Halloween-Event. Verlinken wir euch alles unten. Das Halloween-Horror-Festival. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und wir hoffen, wir konnten euch heute ein bisschen mitnehmen, weil Spiel mit mir seht ihr natürlich auch noch coole Videos, wo wir Sachen getestet haben. Und ja, was war dein Highlight? Ja. Das Surfding. Dieses Runde. Ich fand das mega cool, dass ich mich nicht getraut habe. Das Star Trek hat natürlich auch. Star Trek ist immer ein Highlight für mich, aber das war auch. Also bei dir? Mein absolutes Highlight ist erstmal überhaupt der Park, weil ich liebe diesen Hollywood 50er Jahre Flair und auch die Attraktionen und wie die hier alles. Das ist mega cool, wo ihr mit Marilyn und so getanzt habt. Ja, wir haben auch, genau, das können wir euch gerne noch mit einblenden, wo wir mit Marilyn Monroe getanzt haben. Und ja, sonst mein Highlight, ich fand ja die Holzachterbahn schon irgendwie cool, muss ich sagen. Also die war auch schon, die hat ordentlich geruckelt, aber hat Spaß gemacht. Ja.
Ja, genau. Und ist auch cool, wenn man sich dann traut, ne? Genau. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren, nicht vergessen, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr. Genau. Und schaut gerne in die Infobox, da habt ihr alle Daten noch zum Moviepark. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.